Also Dex, dieser Ort, der neben mir ist, du findest da so viele Nägel. Ich habe 72 Nägel bisher. Ehrlich? Ja, das ist so Backsteinhäuser, 4, 5, 6 Stück oder so. Das ist Da gehe ich cool. gerade alle durch, da sind nur Nägel in jedem Haus. Das ist gut. Wir brauchen ja Nägel ohne Ende. Oder Ja, wenn ihr hier was bauen dürft irgendwann mal oder so, dann brauchen wir auch Nägel. erstmal gebe ich sie dir. Ich habe jetzt auch 1, 2, 3, 4, 5 Pistolen. Fünf Euro verkaufen. Ja, deshalb, ich sammle hier gerade alles voll und dann komme ich zu dir, wenn du dann wieder in deiner Base bist, oder spawnst du einfach random wieder irgendwo jetzt? Nee, wo du dich auslockst. Ich bin Ah, da, okay. wo ich gerade Weil rausgeflogen bin. deine Base habe ich ja eh noch markiert. Dann gebe ich dir die Nägel und dann gehe ich in die Safe Zone und verkaufe noch. Ich will mal was gucken, ob ich vielleicht. Bringt das hier was, wenn ich das. Ja, ich werde hier, glaube ich, glaube ich, ein Fenster hier setzen. Einfach Was zum Testen. hast du gesagt, dass das Funkgerät ist, ne? Das Funkgerät ist teuer, ist, glaube ich, 2000 wert. Ja, ich habe eins gefunden gerade. Ich habe hier noch eine Kiste mit viel zu viel Stuff. Kann ich gar nicht mehr tragen. Nutzt das ruhig. Ach, ich kann ja noch gar nichts bauen. Ich vergesse das jedes Mal. Das werde ich dir erstmal geben, das Funkgerät dann. Oh, ich komme lebend an. Ein Wunder. Ja, bist du schon wieder da? Mit der ganzen Hülle im Rucksack. Ehrlich, hast du das alles abgerissen? Scheiße, wir haben doch gar keinen Platz. Du das hier? Ich bin dabei. Ich bin das. Achso, wieso? Siehst du mich nicht? Du bist aus der Ruhe. Ich seh euch noch im Namen, komisch. Beide. Nee, jetzt bist du gerade vorbeigetreten. Ich bin der Feind. Ich bin nur vor deiner Base an den Baum am Hacken. Den finde ich am schönsten. So, ich gehe mal wieder rein. So, sorry. Heute bin ich hier nur in dem Kasten. Oh. Ich habe hier sogar noch eine Mosin gefunden, gerade irgendwie kann aber nichts mehr mitnehmen, also ich bin jetzt wirklich komplett voll. Genau, die Anastas, genau, die ist ganz gut, die ist gar nicht so schlecht. Die haben wir mal getestet, die ist aber sehr, sehr hell. Da müssen wir mal gucken, ob wir da so ein Zwischending finden. Oh, Phil, Dankeschön. 2 Monate. Dankeschön. So, wo? Ich war ja noch am Craften. Wir werden jetzt schnell noch was craften hier, damit wir die Base zubauen können hier. Sonst, der Silas ist gerade extra 3000 Kilometer gelaufen. Nee, eigentlich mehr. Du bist ja fast 6000 Kilometer gelaufen. Oder eigentlich 5000. 2500 waren das ja. 5000 Kilometer gelaufen. Deswegen. 5000 Meter. 5 Kilometer, jetzt habe ich es echt. Ich wollte mal gerade überlegen, so weit kann man nicht gelaufen. So weit bist du ganz sicher nicht gelaufen. So, okay. Das eins brauche ich. Ich brauche noch so ein Ding jetzt hier. Müssten wir mal testen. Ich weiß nicht ganz Ja, genau. nix. Ich habe ein bisschen was für dich, Ach, die Ball. bevor ich jetzt weiter zur Stadt gehe. So, einmal das und einmal das Das und Mikrofon. einmal das. Nimm das Nehmen Mikrofon. wir halt, du es, aber ich gehe jetzt zur Stadt, falls ich denn doch noch abgeschlossen bin und da hast noch Ja, sein. und dann verkauf es doch. Und wenn es verlierst, ist Pech gehabt. Nö, behalte es doch. Kann man doch nutzen für die NPCs, wenn man damit die hören kann. Okay. Ich kann es ja. Zum Glück gibt es ja F1 bis F4 Slot. Das ist ganz gut gemacht. Ja. Ja, dann kannst du das ja einfach drin liegen lassen. Ja, Das stört genau. sich ja auch nicht. Okay, ich gehe mal zur Stadt verkaufen. Meine 200 Pistolen und eine Shotgun. Wieso habe ich ein Blech jetzt in der Tasche? So viel Stuff Hast du da mir hinten Blech drin, ne? mitgebracht gehabt? Ja, zwei Ach so. Stück. Ah, sehr gut. Mal gucken, ich Und sag dir mal, wie viel wir wirklich brauchen, um einen Turm zu bauen. Wir brauchen insgesamt Blech 15. Wir haben jetzt, ich glaube, 7. Ansonsten können wir es eigentlich schon fast bauen. Ich weiß nicht, wie der gebaut wird. Ob der einfach auf den Boden geknallt wird oder so. Ich weiß es nicht.
Ich kann ja, wenn ich aus der Stadt zurückkomme, nochmal an dem, an Pokrov oder so vorbeigehen. Mal gucken. Pau, du kannst gerne mal testen oder mit den anderen darüber reden. Ganz besonders kannst du mit der Kim drüber reden. Die Kim ist da irgendwie, ich glaube, die ist da total, total geil drauf, das Game. Und die hat auch, glaube ich, am meisten so, am meisten Ahnung, was, wie es mit Minecraft funktioniert. Und dann haben wir natürlich den Stone, der hatte auch mehr Ahnung, wie das mit den ganzen Texture Packs funktioniert. Das habe ich so vergessen. Ich hab ja Minecraft in der Alpha-Phase damals gespielt mit dem AMD-Fan. Das hat, glaube ich, damals 4, 5 Euro, 5 € gekostet. Hallo. Hast du mir die Nägel eigentlich auch mitgebracht? Ja, die habe ich hier hingedroppt. Das Okay. waren Ah, stimmt's. Ja, wir sind alle hier. 76 oder sowas, also Ja, es waren über 72. 70. Das ist schon echt ordentlich. Ja, finde Gut, ich man gut. muss hier nichts bezahlen. Ach gut, dann ist es so. Ja, ich gehe auf dem Rückweg nochmal an Pockhoff oder so vorbei. Dann Also vielleicht finde ich hier noch ein bisschen Blech. ich baue gerade ein Fenster in der Hoffnung, dass das einfach nur nett aussieht. Ich hätte das auf der höchsten Stelle gebaut. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Nachher kannst du durchklettern. Nee, das kann man nicht. Das zum Glück nicht. Ich habe aber jetzt übrigens noch neue Foundation gebaut. Jetzt könnte ich doch. Gibt es nicht größere Kisten sogar? Oder habe ich mich da vorhin verguckt in dem Bausystem? Nee, du kannst größere. Oh, ich kann hier wirklich nicht bauen. Du kannst größere Foundations bauen, so riesengroß oder so. Das kannst du Nee, machen. es gibt ein Lager auch Ja, noch. also mein Lager, das ist größer, meine Es gibt, Lagerkiste, die du ich habe. bist, du hast ja Kiste bei Container Ja. unterm Craftsman. Und wenn du auf Basis gehst, direkt unter dem Schild, da ist ein Lager, das ist so eine lange Kiste. Das habe ich. Ach, da bin ich immer drüber weggescrollt. Du Blech kannst ja mal brauche ich dafür. gucken. Ja, hast ja jetzt ein bisschen was. Dann kannst du wenigstens mal vielleicht eine, weil ich denke mal, die werden eine ganze Ecke mehr Platz haben Ja, als ich die teste es kleinen mal. da. Und Schade, die kleinen, die haben ja ich wollte echt gerne kaum einen Platz. Turm bauen. Mist, ey. Müssen wir mal wieder Blech holen gehen. Aber wir haben ja vorne die Baustelle, wo wir ja eben gewesen sind, wo die ganzen Bots rumlaufen. Die NPCs sind ganz cool. Und bei dir direkt in der Nähe ist auch eine Baustelle. Das ist Yantar, also zwischen Zollnet, Schneier und Yantar, irgendwo da. Genau, als damals war es noch alles anders. Amitayo, gute Nacht. Das erste Spiel, was ich gespielt habe, was hat meinst du im auf dem Kanal, im Kanal, auf dem Kanal, oder was meinst du, das erste Spiel? Was wollte ich machen? Was wollte ich machen? Was wollte ich machen? Was wollte ich machen? Achso, ja, die Kiste. Wo war es jetzt? Lager. Da. Ich crafte mal eine. Kostet mich aber auch wieder haufenweise Sachen, ey. Das mit der Munition ist irgendwie schon ein bisschen lächerlich, dass sie so wenig bringt. Oh, ich kann hier wirklich diese riesengroße Kiste auch hinstellen. Boah. Boah, das ist ein Ding, ey. Oh nein, hab's gedreht. Hoffentlich jetzt aber mal Slots wenigstens. Wird's hoffen, ja? Ja, dreimal so viel oder so. Also da kriegst du ordentlich was rein. Ja, dreimal so viel. Ich glaube, jetzt sechsmal so viel. Guck dir mal, was ist denn das für ein Slot hier? Ein mega kilometer langer Slot, wie geil. Das ist lustig. Okay, das gefällt mir. Voll viel. So, jetzt nehme ich erstmal ganze Material. Blech habe ich hier gehabt, das kann das. So, okay. So, alles verkauft, 11.000. Die allgemeine Nummer 1. Boah, ich weiß das gar nicht mehr. Okay, Colin. Das hört sich nicht gut an. Ist hier jemand? Also ich kann jetzt wieder zurück, ja, weil auf dem Rückweg. Vielleicht mit Loot. Mal schauen. Hast du eine Pistole gedroppt eben? Ich? Ja. Könnte sein, dass es vielleicht auch das Ding gewesen ist. Ich hab bloß schnell durchs Inventar so durch. Ich meine, ich hätte irgendwas gehört. Ich hoffe mal, dass sich jetzt keiner anhört oder so. Ich bin überall weg.
Ja, sehr obwohl, gut. Ich das ist ja auch in der Nähe. Wo stehst du auch eigentlich safe? Ich bin ja in der Base, da bin ich ja safe, aber ich hätte jetzt, wenn er, ich bin jetzt draußen wieder am Hacken, der wird mir meine Klamotten wegnehmen, meine gute Waffe oder sowas, aber ist jetzt auch nicht so tragisch. Ich gehe jetzt einmal nochmal zur Militärbase, holst du den ganzen Mist nochmal. Ich finde, die Militärbase, die sollte man besser schützen. Da war echt nicht so viel los. Da war, ja, letztes Mal war ein bisschen mehr los. Da hatten wir. Oh, wenn diese scheiß Tiere und das ganze. Sieh, das hast du gerade geschossen? Nein, auf mich wird geschossen. Spieler? Nein, NPC. Brauchst du Hilfe? Nein. Du läufst hier mit diesem roten Balken in der Hand durch die Gegend, du wirst angeschossen. Hast du sie alle? Ja. Okay. Ja, das ist doof, ne, mit diesem blöden Ding, wenn du da rumläufst. Aber ihr habt ja gesehen letztes Mal, ich weiß nicht, ob du im Stream schon vorher dabei gewesen bist, die anderen, das Team der Deutschen, der glaube ich, Österreicher waren auch dabei. Der Österreicher waren, ein Deutscher war, glaube ich, dabei und die anderen waren Österreicher. Die haben alle direkt nebeneinander gebaut. Also nicht direkt nebeneinander, aber das war vielleicht eine Distanz von 200 Metern. Vielleicht. Ich denke mal, 200 Meter war das, glaube ich. Hat er mir auch, glaube ich, gesagt gehabt. Was wollte ich noch bauen? Ah ja, eine Wand. Wände, zwei Wände brauche ich. Was brauche ich da? Holzbretter. Bretter. Ich klicke hier nur noch auf Bretter die ganze Zeit. Jasmin, ich finde das Spiel gut, aber wir sind noch ganz, ganz, ganz früh am Anfang. Was mir sehr gut gefällt, ist das Bausystem. Es müsste ein bisschen verfeinert werden. Mir gefallen die NPCs sehr gut. Die sind überall unterwegs, haben auch überall ihre kleinen Städtchen, Lager und Truppen. Finde ich ganz gut. Besser als blöde Zombies überall, die doof rumstehen oder nur einen irgendwie anspringen. Das Spiel könnte vielleicht ein bisschen mehr Waffen vertragen, kommt aber, das wird doch Waffen kommen. Da mache ich mir echt null Sorgen. Ich glaube, das wird ganz sicher bald alles da sein. Essen? Essen mal später. Blech. Nägel hole ich mal raus. Das hole ich mal raus. Das hier hin. Noch ist das hier eigentlich gar nicht so schlimm. Ich sag ja, wenn wir das wirklich jetzt ein bisschen länger spielen werden, dann wird das dann auch wirklich dazu kommen, dass dann Stream-Sniper hier bei uns stehen. Die wissen ja dann, wo wir sind. Wir sind ja auf einem öffentlichen Server unterwegs. Übrigens zu der Frage nochmal zurück, was ich als mein erstes Spiel gespielt habe. Weiß ich gar nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das erste Spiel. Amiga 500 irgendwas vielleicht? Commodore 64? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es ganz ehrlich gar nicht. Keine Ahnung. Damals waren, ich träume immer noch von den Spielen von damals, die sind besser. Nicht besser vom Aussehen, sondern einfach, das wurden Spiele gemacht, weil die Leute wollten, dass man spielt. Fertig. Jetzt werden Spiele gemacht, weil werden Spiele schon rausgebracht, wie jetzt hier das Spiel Early Access, hassen noch nicht viel und am Ende wow, das Geld haben wir zwar also bekommen und dann machen wir wieder. Die andere Base Tech, die ist 180 Meter von dir weg. Also wird es ungefähr 200 Meter sein. Ja, bin gerade an dran vorbeigelaufen. Hallo. Hallo. Ich hab mal ein bisschen was ausgedacht. Du schießt? Boss. Ich nicht. Wer schießt? Sieh das? Ja. Okay, ich bin geschossen. Zwei. Wollt ihr Hilfe? Ah,
ich hasse es. Man muss mal zum Einzelnen drüber ziehen. Ah, das sind NPCs, sind das, höre ich gerade. Gerade spricht mein Mikrofon. Okay, der hier ist tot. Da war aber, glaube ich, noch einer. Oder ist das ein Spieler da hinten? Nee, hier ist noch einer. Ganz hinten am Auto. Hast du? Das ist ein Spieler, der versteckt sich. Das ist ein Spieler, das ist ein Spieler. Ja, der hat mich umgebracht. Ich habe Mauer zweimal getroffen. Natürlich gibt ihm aber direkt einen Headshot, ne? Okay, Gott, hat ich getroffen. Das nicht so, der trifft mich verdammt gut. Haben? Sehr schön. Also einen. Ist da noch einer gewesen? Der war direkt an deinem Loot dran gewesen. Der hat nämlich der wollte unbedingt dein Loot haben. Ja. Oh, der hat mich einmal getroffen. Ich wollte es nicht wohl. Ja, der hat aber eine super Waffe gerade gehabt, weil der hat mich einmal getroffen und ich habe die Hälfte meines Lebens weggehabt. Ja, bei mir auch. Einmal angeschossen, zack, tot. Ja, ich denke mal, ich gucke mir jetzt mal gleich. Der hat bestimmt eine Beretta. Und die sind, glaube ich, ganz gut. Ich habe mir gerade einen Headshot verpasst. Ja, wenn die so viel bringen, denke ich mal auch, dass die eigentlich ganz gut sein werden. Hier liegt der Benny, hier liegt der Kollege. Mal gucken. Nö, der hat eine ganz normale C19, weiß der Geier was mit Mikrofon. Ich nehme einfach alles. Ups. Einfach alles mitnehmen. Kann ich nicht. Mikrofon mitnehmen, Handschuh mitnehmen. Kann ich alles nicht mehr rüberziehen? Was ist denn los? Immer einzeln ziehen, das geht mir voll auf den Nerven. Ich nehme einfach alles. Oh, der hat 52 Nägel in seiner Jacke. Okay, Benny, wie weit bist du entfernt? 1,5 Kilometer. Oh, hier ist ein anderer Spieler. Der steht nur blöd rum. Schießen über den Haufen oder hauen um. Messer ihn um. Ja, mach ich grad. Was hat denn der für ein... Ah, nee, das ist... Das ist der Benny. Nee. Ich nehme... Wieso kann ich das nicht... Müsst du mal mitnehmen, die Sachen von Benny? Kannst du... Ja, mein Inventar ist voll. Scheiße. Also ich beeile mich. Der hat aber gut gekämpft. So, also gut geschossen. Könnte zu euch, dürfte nicht gar nicht. Ich hoffe nicht so lange dauern. Aber weißt du, wo ich bin? Ich bin bei Schermilok. Das ist direkt über uns. Okay, Silas, du bist hier? Ja. Ich gehe mal ganz kurz die Sachen wegbringen. Weil ich habe das nämlich gesehen, als ihr sagt, der ist hinterm Auto. Hä? Wieso ist ein NPC hinterm Auto? Die gehen nicht hinter das Auto, die gehen vor das Auto und lassen sich abschießen. Aber gut, weg ist er. Ja, er wurde aber auch von einem NPC verraten. Weil der NPC fing auf einmal an, auf ihn zu schießen. Ganz gut, sehr gut. Benny, ich hol deine Sachen ganz kurz alle ab. Ich leg die gerade hier in die Kiste. Leider kann ich das alles nur einzeln drüber ziehen. Oh, wie ich das hasse, ey. Und ich habe noch, währenddessen wir gekämpft haben, habe ich noch Wodka gelootet. Das lag auf dem Auto. Sehr schön. Er hat sich wirklich jetzt nicht zu mir gedreht, zack, tot. Ein Schuss. Gut, ich habe halt auch keine richtigen Helm oder sowas. Ich weiß nicht warum. Also ich habe jetzt bisher... Okay, die Kalaschnikow oder was es da gibt, habe ich noch nicht getestet, aber die Waffe hier von dieses, weiß ich, was ist denn das hier? Keine Ahnung, ein Jagdgewehr, Itz. Das ist voll gut, das Teil. Das ist einfach verdammt gut. Und da schießt du echt glatt, zack, weg ist er. Die doppelläufige Schrotflinte oder was? Das ist, weiß nicht, das Ding. Alter, Benni, was hast du dabei, ey? Ich war looten, bevor ich zu dir kam. Junge, Junge. Ja, alles wieder verkaufen geht. Und so. Niklas, Maja, dankeschön. Ich bin gleich da. Noch 400 Meter. Achso, scheiße, ich loot hier gerade alles raus. Okay, dann lasse ich die Sachen hier liegen. Ich nehme wenigstens das Gewehr mit. Deine Klamotten, deine Tasche liegen hier und die Munition habe ich rausgenommen. Ja, oh, hier liegt noch einer. Hier liegt noch einer. Jetzt. Hey, hier ist noch einer, der hat ein cooles Gewehr dabei. Achso, das ist der NPC. Der liegt bei mir wieder woanders. Es liegen zwei. Einer liegt auf der Straße und einer liegt hier im Busch. Ja. Dann nehmen wir die aus. Wir brauchen das alles mit.
Ja, oh, Monkey Island, habe ich, ich muss ganz ehrlich sagen, geliebt und verflucht. Erstmal, ich schmeiß mal erstmal alles rein hier und dann könnt ihr ja gucken, was ihr, was von euch war, was von wem ist. Ein cooles Gewehr hast du da, die Mosin K. Ja, die ist super. Die ist cool. Ich habe auch noch nicht gesehen. Ich leg die mal an, ganz kurz. Deshalb wollte ich die haben. Oh, schön, so Mittelalter, nicht Mittelalter, Zweiter Zweiter Weltkrieg. Weltkrieg Waffe, genau. Das war, wo wir beim Militärdings da waren. Der eine, der aus dem Turm gefallen ist, der hatte die dabei. Klovit, Oh, gute ich Nacht. mag die Mosin. Die finde ich immer gut. Das ist Karabiner, Habe Maximus. genau, die habe ich auch in Scum übelst gerne benutzt. Scheiße, schwer zu finden, wenn die So, ich habe jetzt mal ein paar Sachen weggelegt in die große Kiste. Ich will noch den Typen looten hier, den NPC, der im Busch lag. Der hat nämlich ein cooles Gewehr dabei gehabt. Ah, meine Leiche. Wo ist er Jetzt ist hin? mir da. Nein, sag jetzt nicht, dass die spawnt. Jetzt liegt der. Das ist ein anderer, der hier liegt. Oder ist das der? Nee, das ist er nicht. Ah, hier liegt er. Was knastern, knickern, knast, knickern, knastern. Knacken im Busch. Oh, cool. Okay, hast du alles, Benny? Cool. Ich bin das nicht, keine Angst. Ich wollte gerade nur einmal schießen. Ja, Sieht komm gut her, aus. Sieht das habe verdammt ich. geil aus. Okay, ich gucke noch mal ganz kurz nach dem hier. Hast du noch? Benny, du hast das. Komm mal her. Du hast nämlich noch. Ah, du hast. Hast du jetzt doch wieder zwei Waffen? Ja, aber die, ich würde schon gerne meine Mosin wieder haben. Die hast du im Schrank. Nimm alles mit. Die Hose nicht. Die zerkleinere ich. Was ist das? Vierer Bomberjacke nehme ich mit. Die kann man vielleicht noch wärmen. Weißt du, wenn du. Das Gewehr werde ich gerne mitnehmen hier. Die habe ich jetzt schon einmal im Inventar. Aber die bringt nicht mal so viel Geld, finde ich. Nö, aber die ist ganz gut. Damit habe ich jetzt bisher alle. Mit dieser Waffe habe ich jetzt. Im letzten Stream und in diesem Stream alles erschossen, was ich jetzt unterwegs gefunden habe. Einfach alles weg. Wer schießt? Ich. Spieler? Brauchst du Hilfe? Hast du ihn gekillt? Weiß es nicht. Oh, Spieler bei mir. Mach keinen Blödsinn, ich bin Spieler ja oder wieder NPC weg. direkt vor der Tür? Bei mir. Komme. Ich muss ganz kurz mal meine Sachen weglegen, weil ich will nicht, dass ich die verliere. Bleib einfach drin, nicht sehen. Hast Ja, ihn? das war Das Wort. Markus. Das war Markus, steht unten links. Oh. Vielleicht wollte er dich nur besuchen kommen. Er war unterm Haus. Ja, okay. War nicht. Also ich habe es gerade noch gesehen, aber hab da auf jeden Fall bekommen. Wo ist er? Hier unten. Markus, was machst du denn? Wo ist der andere Spieler? Er ist weggerannt. Das heißt, Oder habe der ich ihn wird noch da getötet? sein. Nee, getötet habe ich ihn nicht. Ja, der wird noch da sein. Hast du ihn angeschossen? Ja. Markus. Rusty, was ist mit deinem Kollegen los? Was ist da los? Okay, ich will schnell die Base zu Ende bauen. Kannst du den looten? Habe ich noch nicht gemacht. Warte, mach ich mal schnell. Brauchst noch an Bauteilen. Ich habe noch Wände und so einstecken. Wo ist denn das her? Ach so, hast du abge. Ach, Von du hast. meiner Base. Brauchst du eine Wand, eine Abdeckung? Danke für die Säge, Markus. Danke für die ganzen Pistolen, Berettas, Fussel und alles. Ach, die Jacke nehme ich auch noch mit. Auch wenn, dann ziehen wir den ganzen aus. Hier hat es noch die. Noch das Gewehr dort liegen. Okay, das kann ich jetzt gerade nicht mitnehmen. Ich muss da unbedingt mal zumachen, weil die wollen nämlich alle unter die Base immer so. Ich wusste gar nicht, ich hätte nicht gedacht, dass es das ein Spieler ist. Also Dex, die 1911.
die wir gerade gelootet haben, die kostet, bringt auch 2000. Oh, okay. Die ist auch gut. Ja. Ah, cool, Wände. Genau, das bin ich gerade am Craften. Oh, oh, oh. Wei, kannst du es nicht. Also, du kannst wohl da hier drauf zugreifen, oder? Doch, ja. Ich muss mal ganz kurz ein paar Sachen weglagern. Ach, die waren noch frei. Ja, ich weiß nicht, ich mache gerade mal ein bisschen Platz hier. Wir müssen sowieso gleich mal ein bisschen aufräumen, ein bisschen Ordnung machen, weil ich habe hier. Oh, das ist totales Chaos. Cool, das ist. Ich habe noch eine große Kiste. Bist du kurz draußen? Ja. Gut, dann komme ich mal ganz kurz raus und setz mal ganz kurz Wände. Aufs Dach. So, den ganzen Müll verkauft. Finde ich aber ganz gut, dass man auch unter die Erde bauen darf. Das finde ich ganz cool gemacht. Brauchst du noch mal Nägel oder sowas, wenn ich jetzt einmal hier bin? Oder irgend sowas in der Art? Oder was zu trinken oder hier so? Kann ich keine setzen. Ich wollte gerade noch euch am Loben, hier geht's nicht. Okay, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich glaube, wir brauchen nichts mehr zu trinken, zu essen. Nägel kannst du immer mitbringen. Aber wie du hast gesagt, wir können hier hinten looten, würde ich jetzt nicht kaufen, ganz ehrlich gesagt. Ja, das dürfte mit, glaube ich, schon nach bis Konzert. Kannst du mir ein, zwei Dosen Fleisch oder so mitbringen? Ja, das kann ich machen. Brauch ich nicht mehr. So, jetzt muss ich baue jetzt noch den. Ach, du hast auch einen Deckel. Ach, die Abdeckung hast du ja auch gegeben. Das ist auch geil. Gut, dann brauche ich das nämlich jetzt alles nicht craften. Das ist nämlich immer so mühsam. Der Discord-Link ist unten drunter, Russia. Russia, scroll mal runter und dann kannst du unten drunter da kriegst du diesen Link. Der Link dazu. Cool. Jetzt reiße ich die eine Wand noch ab. Was G war das, ne? G. Cool. Jetzt haben wir schon was Größeres hier. Kannst du mal gucken, ob du in die Ecke da siehst, ob du da drunter kommst, in der kleinen Ecke? Leider ja. Kommst du drunter? Ja. Ja, dass du da keine setzen kannst? Nee, leider nicht. Ich kann es gerne nochmal versuchen. Geräumig. Ja, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich diese Wand vielleicht hier wegnehmen soll. Also raus kommst du nicht, aber die können ja auch reinschießen. Also von hier könnte man nicht reinschießen. Guck hier, wenn du jetzt hier stehst und ganz gemütlich lagerst, ja, passiert nichts. Von hier ja. Das macht noch eine zweite Tür. Hier dazwischen, meinst du, ne? Nee, ja, das Fenster weg und eine Tür rein. Notausgang. Meinst du? Ja, von Rust kenne ich die Doorcamper. Ja, leider. Okay, ich mach's mal weg. Dann setze ich da noch eine Tür hin. Nur mit der Tür kannst du wohl nicht mehr rein. Du kannst nur da raus. Du kannst nämlich nicht so hoch springen. Soll ich wirklich machen? Ansonsten setze ich einfach eine Wand hin. Ich setze eine Wand hin. Oder wir machen einfach einen Notausgang. Komm, wir machen einen Notausgang. Man kann ja dann aus dieser Wand rausschießen. Geht ja auch. Aus der Tür meine ich. Du kannst die Tür hier aufmachen. Ich glaube, du kannst aber nicht hier rein. Ich teste das jetzt mal. So, guck, wenn du mich rausspringst, kommst du niemals. Wow, das warst du. Du bist mit mir rausgesprungen. Doch, kommst rein. Wie bist du reingekommen? Also reingeklettert, ne? Reingeklettert. Ah, ja, okay. Schade, ich würde gerne ein Fenster lassen. Wir könnten ja eigentlich noch mal was draufbauen, ne? Was oben drüber. Ich hätte noch ein Gerüst. Ah, ich kann was versuchen. Du hast noch ein Gerüst, das ist gut. Ich will mal was versuchen. Warte mal kurz. Ich gehe noch mal nach draußen. Hoffentlich kommt jetzt keiner. Ich habe alle ganz Zeugs in der Tasche. Bücken. Ach komm, Bücken. Hallo. So jetzt. So. Kann ich vielleicht hier die Wand hinsetzen? Hier innen drin. Ja, cool. Hier habe ich eine Zwischenwand gesetzt. So, jetzt ist hier eine Zwischenwand. Aber
Von vorne geht echt nicht. Ich guck's nochmal. Nee. Ach. Das von innen probierst zu platzieren. Ich versuch, den Boden kannst du nicht wegmachen, ne? Ich versuche mal von innen vielleicht mich mal zuzubauen. Ja. Ja, jetzt geht's. Ich baue mich mal zu. Tschüss! Ja, und dann kannst du ja die Wand links von dir ja wegnehmen und da kommst du wieder raus. Und dann kannst du wieder setzen. Kennst du den Film Shelter? Sheltered? Horrorfilm? Oder eingebaut, gibt es auch irgendwie sowas, so also Horrorfilm, wo der Verbrecher, Mörder seine Opfer lebendig in den Wänden einbauert. Das bin ich gerade. Cool. Ja, cool, danke. Perfekt, jetzt ist die Base dicht. Also auf dem Weg hin habe ich jetzt niemanden gesehen, da war alles ruhig. Vielleicht ist das auch unser Nachbar. Da habe ich gerade auch schon gedacht, aber da war auch nichts. Markus ist nicht, also Markus ist nicht unser Nachbar, aber der andere könnte sein, ne? Ja. Meister Morgan, Survival Game. Ich weiß nicht, ob du vielleicht mal DayZ, HNZ1, Scum gespielt hast. Vielleicht Rust, kann man auch noch sagen. So alles in der Nähe. Das Gerüst, achso, du hast Gerüst, wolltest du vielleicht selber für dich, ne? Mal gucken, ob du was findest. Ja, nimm erst mal. Wo bist denn du? Draußen. Ja. Du bist oben, ne? Aber das Gerüst ist in einer Kiste. In der Kiste? Aber die Kisten sind halt echt Meilen besser. Ja. Ja. Also die anderen werden wir auch ganz sicher wieder abreißen. Also jetzt überlege ich gerade. Ich würde die Base noch mal was vergrößern. Im Anfang ist es auf jeden Fall schon sehr okay. Von der Bodenfläche her? Bitte? Von der Bodenfläche her oder jetzt oben? Ja, nach oben können wir ja nicht. Das Problem ist, wir müssen dann ja auch eine Treppe haben. Und die Treppe außen, kann man außen Treppen, das ist also blöd eigentlich, oder? Ja. Ich könnte von außen gar nichts mehr snappen. Aber wirklich nichts mehr. Ich habe auch den blödsten Punkt gewählt. Kann ich wohl. Ich könnte sogar noch draußen auch nochmal snappen. Nochmal vergrößern. Weiß nicht, ob sich das überhaupt lohnt. Ich könnte da, wo die Tür ist, einfach mal snappen. Oder? Wieso geht das nicht? Wieso kann ich hier nicht snappen? Muss ich die vielleicht hoch und runter machen? Ich kann die einfach so wild bauen, ohne dass es snappt. Was für eine Scheiße. Hier snappt die. Und da nicht. Wie kann man doch mal hoch und runter mit Shift? Hä? Ne, man kann hier nicht mehr ansnappen, ist zu hoch. Also nur, ich kann diesen einen Snap-Punkt hier nehmen. Snap-Point, einen einzigen nur. Lohnt sich das eigentlich noch mal was Größeres zu bauen? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Oder vielleicht, ich lasse das kleine Teil eigentlich mal für euch. Ich guck mal, ob ich jetzt was Größeres craften kann vielleicht.